Wunderschöne Oldtimer jeglicher Art, blitzendes Chrom und funkelnde Karossen beherrschen die Szenerie beim 9. Hillensberger Oldtimer-Treffen. Der unverwechselbare Klang alter Motoren macht einfach Lust auf dieses eigentlich schon traditionelle Fest. Die Ortschaft Hillensberg wird dank ihres 100,4 Meter hohen Hügels, dem Schluner Berg, auch liebevoll als das Bergdorf im Selfkant bezeichnet. Heute steht der rund 400 Einwohner zählende Ort ganz im Zeichen wunderschöner Fahrzeuge mit Kultcharakter. Wir haben uns im Jahre 2005 hier im Ort mit ein paar Oldtimer-Freunden zusammengetan. Wir haben Traktoren, wir haben Autos, wir haben Motorräder bei uns im Verein. Und ja, wir haben circa mit 100 Fahrzeugen angefangen und mittlerweile sind wir schon bei 500 Fahrzeugen. Und bei uns ist einfach das Tolle, dass wir von allem, was da haben, das finden die Leute halt so toll. Von 1949 bis 1963 stand der Selfkant und somit auch Hillensberg unter niederländischer Auftragsverwaltung. Das nach der Rückführung am 1. August 1963 angeschaffte Feuerwehrfahrzeug befindet sich heute im Besitz des Vereins. Wir stehen hier vor unserem Vereinsfahrzeug. Es ist ein Ford Transit von Baujahr 64. Ist das erste Feuerwehrauto von der Ortschaft Hillensberg gewesen, nach der Rückgliederung nach Deutschland, wie der Selfkant nach Deutschland zurückkam. Und wurde irgendwann außer Dienst gestellt, stand dann lange Zeit ungenutzt irgendwo herum. Und wir vom Verein haben eben gesagt, das Auto muss wieder zurück nach Hillensberg. Haben uns das geholt und haben das mit viel Aufwand restauriert, zerlegt, viel Karosseriearbeit, viel Arbeit am Motor, haben es lackiert und sind jetzt stolz darauf, das zu haben. Zu den ersten Modellen, die nach dem Krieg gebaut wurden, gehört auch der Büssing NRG der Familie Lipparts. Haben wir unserem Vater zu seinem 65. Geburtstag geschenkt. Er hat auch 20 Jahre viel Spaß und Freude damit gehabt. Und als er verstorben ist, haben wir ihm versprochen, das Auto nicht zu veräußern. Er bleibt jetzt bei uns, steht in der Trockenen in der Halle und wird jedes Jahr bewegt zu den Oldtimer-Treffen. Hier im Kreise oder auch schon mal weiter weg bis nach Hildesheim, Eifel oder Brilon fahren wir. Wir haben noch einen Tieflader, dann laden wir einen Tieflader und fahren ihn dorthin. Das ist ein Zweitaktdiesel, ein blauer Dötz. Der wird gebraucht in die Schifffahrt, kleine Schifffahrt und kleine Lokomotiven in den 40er Jahren. Und ja, der Name blaue Dötz sagt, die Auspuff ist immer blau. Und er startet mit Luft, Luftgestart und mit Zündfix. 2 Jahre restaurierte Gerhard Moll seinen Mercedes-Benz LHK 334 aus dem Jahre 1962, der zuvor seinen Dienst bei der Stadt Singen als Streufahrzeug versah. Die Zweiradliebhaber haben ihre helle Freude an Ein- und Zweitaktern der Jahre 1930 bis 1980, gespannen mit linksseitigen Beiwagen oder den Heinkelrollern aus den frühen Jahren des deutschen Wirtschaftswunders. Wer sich noch kein Auto leisten konnte, aber weder einen der üblichen Zweitaktroller noch ein Moped oder Motorrad fahren wollte, entschied sich häufig für einen Heinkel Tourist, einem der beliebtesten Fortbewegungsmittel der damaligen Zeit. Wir rufen uns gegenseitig an und machen Ausfahrten, zum Beispiel in der Eifel machen wir schöne Rundtouren und so weiter. Und dann haben wir Jahrestreffen von Heinkel Club Deutschland, zum Beispiel an der Lorelei, fahren wir im September. Da kommen wir mit ein paar hundert Heinkel zusammen. In Hillensberg herrscht Zufriedenheit. Die 9. Auflage der Veranstaltung ist ein voller Erfolg. Die beste Voraussetzung für das kommende Jubiläumsjahr. Auch das 9. Oldtimer-Treffen hier in Hillensberg ist wieder mal gut gelaufen. Wir haben uns reichlich Mühe gegeben, es gut zu organisieren. Waren viele Besucher, viele Fahrzeuge da. Geschätzt ca. 500 Fahrzeuge, Besucher, schätzungsweise 2.000 bis 3.000. Für dieses Jahr war es wieder ein toller Erfolg. Nächstes Jahr feiern wir dann unser 10-Jähriges. Da sind wir dabei, uns was Besonderes zu überlegen. Eine Attraktion wird es geben. Denk mal, eine Überraschung für die Besucher im nächsten Jahr.